Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Barbara Höll von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Fricke, Sie beklagen als Erstes das Erbe von Schwarz-Rot, die großen Schulden. Und was ist Ihre erste Gesetzesinitiative? Sie treiben die Schulden weiter hoch und voran. Das Ganze nennen Sie dann Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Konjunkturpaket 3. So verkaufen Sie Ihre eiligst zusammengeschusterte erste Initiative. Und das ist einfach Etikettenschwindel von vorn bis hinten. Konjunkturpolitisch ist dieses Gesetz nahezu wirkungslos. Führende Wirtschaftsinstitute wie zum Beispiel das Rheinisch-Westfälische Institut sehen keinerlei Anlass, deswegen ihre Konjunkturprognosen für 2010 zu korrigieren. Ich zitiere ferner Joachim Scheide, den Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er sagt, die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen sind vor allem Sozialtransfers und Subventionen. Das ist nicht das, was wir Ökonomen als Wachstumspolitik bezeichnen. Der Gipfel der Dreistigkeit ist, dass die Sozialtransfers und Subventionen zum allergrößten Teil an reiche, vermögende und große Unternehmen übergehen werden. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die kleinen und mittleren Unternehmen werden tatsächlich mit Almosen abgespeist oder gehen gänzlich leer aus. Statt Wachstum beschleunigen Sie damit nur die Spaltung zwischen Arm und Reich. Skandalös ist, wie eilig Sie es mit dieser Umverteilung von unten nach oben haben. Reiche, Vermögende und große Unternehmen schlagen sich doch auf die Schenkel bei diesem Eifer der schwarz-gelben Koalition. Zudem bekannte sich die Bundeskanzlerin am Dienstag ausdrücklich auch noch zur Einführung eines Stufentarifs bei der Einkommensteuer. Wie auch immer gestaltet, die Besserverdienenden dürften heute schon Eurozeichen in den Augen haben. Und was ist mit der Gegenfinanzierung? Herr Solms, mit Verlaub, gestern verwiesen Sie hier allen Ernstes auf die sogenannte Lafferkurve. Ich glaube, Sie sind nun mittlerweile der Letzte, der noch glaubt, dass Steuersenkungen sich im Zeitablauf selber finanzieren. Das ist so überholt, dass sogar im deutschsprachigen Standardwirtschaftslexikon Gabler steht, ich zitiere, die Realität hat dies widerlegt. Den Skandal, dass dem Staat nicht alle Kinder gleich viel wert sind, gehen Sie überhaupt nicht an, sondern verschärfen ihn sogar noch. Das Kindergeld erhöhen Sie nur um 20 Euro pro Monat. Wer aber aufgrund seines hohen Einkommens den Kinderfreibetrag ausnutzen kann, wird von Ihnen weitaus großzügiger bedacht. Knapp 37 Euro pro Monat sind bei entsprechend hohen Einkommen drin. Fast doppelt so viel wie bei einem Kindergeldempfänger. Und die große Mehrheit der Kinder erhalten eben nur Kindergeld. Laut Einkommensteuerstatistik 2001 waren es 86%. Und wer gar Hartz IV oder Sozialhilfe bezieht, geht völlig leer aus. Das ist ein riesengroßer Skandal. Und Herr Schäuble, wirklich Ihnen noch mal bitte ganz deutlich, 37 Euro Erhöhung des Kindergeldes für die Kinder von Millionären, 20 Euro Erhöhung Kindergeld im Monat für die Kinder einer Lehrerin zum Beispiel und 0, nichts für eine alleinerziehende Mutter. Und das nennen Sie hier eben sozial ausgewogene Politik. Wo leben Sie denn? Was haben Sie denn für christliche Vorstellungen? Dagegen werden die großen Unternehmen mit Steuergeschenken in Höhe von 2,4 Milliarden Euro in ihrem Gesetzentwurf bedacht. Damit knüpfen Sie nahtlos an die Politik von Rot-Grün und Großer Koalition an. Große Unternehmen werden seit 10 Jahren immer mehr aus der Steuerpflicht entlassen. Allein die Senkung der Körperschaftssteuer in der Unternehmenssteuerreform 2008 entlastete die großen Unternehmen um über 10 Milliarden Euro. Und nun werden selbst die wenigen Maßnahmen, die noch verabschiedet wurden zur Gegenfinanzierung, von Ihnen aufgeweicht oder völlig abgeschafft. So werden die Verlust- und Zinsabzugsbeschränkungen entschärft, was zu Steuervermeidung und Steuerhinterziehung geradezu einlädt. Zur Erinnerung, die Zinsschranke sollte verhindern, dass Konzerne Zwecksteuerersparnisse die Verluste im Inland geltend machen können und die Gewinne ins Ausland transferieren. Die Höhe der alten Zinsschranke beträgt jetzt eben 1 Million Euro.
Laut Schätzung des DIW waren von den 3,5 Millionen Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland etwa 1.000 Unternehmen von der Zinsschranke betroffen, 0,3%. Mit der neuen Zinsschranke, die angehoben werden soll auf 3 Millionen Euro, werden es ja wohl noch viel weniger sein. Und das nennen Sie dann hier Entlastung für klein- und mittelständische Unternehmen. Das ist doch einfach absurd. Die haben überhaupt nichts davon. Zudem bekommen große Unternehmen dann auch noch die Möglichkeit, die Zinsaufwendung über 5 Jahre so zu verrechnen, dass sie noch weniger Steuern zahlen wollen. Und die Erbschaftssteuer. Diese höhlen sie schlicht und ergreifend weiter aus. Gerade das wäre doch ein zentrales Instrument für steuerliche Mehreinnahmen und für mehr Gerechtigkeit. Auf diesem Wege würden vor allem auch die Vermögenden ihren Beitrag zur Bezahlung der Zeche für die Krise leisten. Nein, das wollen sie nicht. Da trauen sie nicht ran. Genauso wenig, wie Sie gucken, wenn wir eine hohe Verschuldung haben, dass man tatsächlich Instrumente braucht, um das Steueraufkommen wieder zu steigern, zielgerichtet. Vermögenssteuer als Millionärsteuer, Börsenumsatzsteuer, Erbschaftssteuerreform, da alles. Lassen Sie die Finger von, da trauen Sie sich nicht in Ihrer Klientelpolitik. Alles in allem, Schwarz-Gelb bleibt seinem Ruf treu. Die Reichen sollen ungestört reicher werden. Der Rest zählt nicht, er soll doch sehen, wo er bleibt. Da sage ich Ihnen, mit uns nicht. Herr Schäuble, Sie treiben die Staatsverschuldung in schwindelerregende Höhen. Auf Kosten von Ländern, Kommunen, auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung. Wir werden Ihnen auch weiter aufzeigen, wo und wie Sie Möglichkeiten haben, Geld einzunehmen und mehr soziale Gerechtigkeit zu erzielen. Da lassen wir Sie nicht in Ruhe. Das verspreche ich Ihnen hier von dieser Stelle. Und Ihre Auffassung von sozial ausgewogen werden wir hier auch weiter entlarven. Ich danke Ihnen.